Wir sind jetzt hier in Südafrika, eine Stunde nördlich von Kapstadt, an der Westküste, in Langebaan am Atlantik. Und das hier ist eine ganz besondere Institution, der Strandloper, ein Strandrestaurant. Es wird alles auf dem offenen Feuer gekocht, alles Fisch. Und zwar sage und schreibe 10 Gänge. Also wir hatten bisher 4. Und das hat auch alles super geschmeckt. Also verschiedene Muscheln und kleine Fische und Fischcurry. Und was ich total irre finde, es gibt selbstgebackenes Brot. Das wird in so Tonnen gemacht. Und die Leute essen dazu Marmelade. Es gibt ganz viele verschiedene Marmeladen. Ich habe erst gedacht, es wäre Chutney oder so, aber nein, es ist Marmelade. Und das wird also quasi auf einem Teller nehmen die Leute sich das zusammen. Ich finde das einfach unglaublich, aber der Bernd hat gesagt, das schmeckt. Also ich habe es jetzt nicht probiert. Jetzt ist schon wieder eine Schlange, jetzt gibt es schon wieder was Neues. Dann wurden noch so Hefeklößchen gemacht, die haben wir bis jetzt noch nicht gegessen. Und riesige Fische, die schon auf dem Grill sind. Ah, ich glaube, die sind jetzt gerade da und werden verteilt. Die sind nämlich nicht mehr auf dem Grill. Und die Leute bringen sich selber was zu trinken mit. Das ist also hier erwünscht. Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir ja aus dem Mittel von Nowhere kommen. Aber es gibt da durchaus Leute, die also dann Whiskyflaschen und Wein und Bier und riesige Sachen schleppen, die an kistenweise Kühltaschen und drum und dran. Und das scheint hier also ganz besonders sonntags ein Vergnügen für die Einheimischen zu sein. Das merkt man, es ist total schön hier zu sein. Und der Wind ist zwar doll, aber hier, wo wir sitzen, ist es absolut gemütlich. Und die Möwen sind jetzt gerade weg. Die waren nämlich, als die Fische mit Muschelschalen gesäubert wurden, in einer affenartigen Geschwindigkeit, weil die können das eben, die Frauen, da saßen die ganzen Möwen schon dahinter und haben gewartet. Und die haben dann immer die Köpfe denen schon hingeworfen. Und das war toll. Also da ist dann gleich kein Abfall. Und es ist einfach gut. Also, und es geht auch prima. Die Leute sind wahnsinnig nett. Hier erklären auch alles. Also was auch interessant ist, das ist die Cutlery. Also das ist unser Besteck. Mehr gibt's nicht. Und Pappteller. Aber damit können wir gut arbeiten. Gut, hier, das ist der Chef. Das ist der Chef. Das Nein. ist der Chef. Nicht? Nein, der Chef ist da und da und da. Ah, ich habe gedacht, und dann hat der Schnuck, das ist Barracuda. Familie mit Kartoffeln, Süßkartoffeln und gebratene Brötchen. Da gehen wir jetzt gleich hingehen. Ganz sofort. Ja. Ja. Dann gab es Crayfish, da gab es dann extra die Teller, es wurde nämlich verteilt. Der hat sehr gut geschmeckt, also die können das hier. Und zum Schluss gab es irgendwie so ein Zuckersaft getränkte Teigkringel. Also es war unglaublich schön und dann wurde noch unwahrscheinlich schön gesungen, es war so nett. Also vor allen Dingen bei uns hinten saßen so eine afrikanische Gruppe und da war also eine Frau, die hätte auch gleich auf die Bühne gekonnt. Die hat dann mit dem Gitarrenspieler und die können natürlich alle die Texte. Eine super Stimmung, es war richtig schön und die Leute waren so fröhlich und es war einfach klasse. Irgendwie, da ist man einfach, da sitzt man in einer anderen Welt rum und verträumt so den Tag und es ist irgendwie klasse.